eigene Wohnung, ganz, ganz wichtig, wenn der Kaufpreis auf dem Konto ist. Auch hier gibt es wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Der heutige, noch übliche Weg, zumindest hier in Norddeutschland, ist der, dass Sie, wenn Sie beim Notar waren, dass das Geld auf ein Notar-Anderkonto bezahlt wird. Ja? Das heißt, der Notar eröffnet bei seiner Hausbank für Sie ein Notar-Anderkonto und der Kaufpreis, also der Verkaufspreis, der landet auf diesem Konto. Und auf dieses Konto hat praktisch nur der Notar Zugriff. Das heißt, der guckt, ob das Geld pünktlich gekommen ist und der guckt auch, ob der Alteigentümer alles dazu getan hat, dass seine Schulden zum Beispiel gelöscht werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil Sie wollen ja nicht ein Grundstück kaufen, wo noch Restschulden vom Voreigentümer drauf sind. Das wäre nicht gut. Also nicht für Sie. Ja? So, und wenn das gegeben ist, also beide Parteien ihre Pflichten erfüllt haben, dann drückt der Notar erst auf den Knopf und dann wird der Verkaufspreis erst an den Verkäufer bezahlt. Oder, wenn noch Finanzierung drauf ist, an die alte finanzierende Bank. Ja.